Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tryin mit Asreiter. Hallo, recht herzlich willkommen und ich begrüße den Knolle. Ja, guten Tag. So, hier ist der Doofmann. Ja, den wir letztes Mal nicht geschafft haben. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Irgendwie komme ich da hoch gar nicht, ne? Wie war das? Du musst jetzt auch Zauberer. Ein Magier. Nick. Nein, bin ich wieder runtergefallen. Super. Ach so, du hast den Träger, ne? Ich krieg den nicht. Hm? Achso, ja, jetzt. Kannst du den Krieger nehmen. Gut. Also die Lava kommt uns hinterher, ne? Das weißt du ja. Das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Hm? Musst du nochmal A drücken, wenn du da rum bist. Oh, jetzt habe ich dich gewechselt. Das war falsch. Wieso komme ich da nicht hoch? Weil da ein Block liegt. Du musst hier hinten hoch. Ne, ich komme da nicht vorbei als Krieger, oder was? Doch, ich glaube schon, also. Huch, da ist Erfahrung. Ja. Jetzt auf den Balken, super. Ach so, man kann auch mit. Wie soll ich das denn schaffen? So, und ich muss noch höher, ne? Hm, warte. Du kannst da die Dings zerschlagen. Genau. Ich glaube, dort mal schnell Lava. Oh, shit, ich bin in der Lava gelandet. Wir haben keinen Point hier, ne? Nee. Das heißt. Oh, ich bin nochmal in der Lava gelandet, weil mich dieses Skelett runtergeschmissen hat. Ja, die Macht liegt an dir. Ja. Oder es gibt noch einen Point da oben irgendwo. Oh. Hier ist der Doofmann. Tja. Na toll. Aber hierfür braucht man. Ja, ich glaube, dafür braucht man dann. Ach nee, der hat mir das kaputt gemacht. Gut. Der ist ja nett. Ja, da ist eine Flasche Grün da drunter oder sowas gewesen. Da hast gesehen? Kommen wir aber nicht hin. Da sind wir letztes Mal, glaube ich, kaputt gegangen an der Stelle. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, schieß mal nach oben mit deinen Pfeilen. Geht nicht. Doch, Dollar. Hast gesehen, dass es hochgeht? Ah! Er macht mir das kaputt. Gut. Andere Seite, sonst kriegst du was auf den Kopf. Da kommt gleich so ein Stern bestimmt. Nee, immer noch doch nicht. Nicht. Wenn dein also Kreis zeichnet, dann kommt ja der Stern. Und da ist er jetzt. Aber er ist schon wieder weg. Oh, da bin ich durchgesprungen. Ja, weil das hohl ist, oder was? Ich beeile mich lieber. Oh. Ja, nach rechts, höher, links hoch. Ah, Glück gehabt. Kannst du, ja, du kannst dich fangen, cool. Rechts, nochmal rechts. Ah. Und ein nach rechts und nochmal nach rechts. Wunderbar. Ja, was wird das mit ihm da, ne? Ja, ich weiß es nicht. Den kann man ja gar nicht kaputt machen, ne? Geben. Tja. Okay, der ist nach da oben gesprungen. Okay. Wie soll ich da hochkommen? Gummiband. Boah, wieso dreht sich das denn direkt so schnell? Na. Da oben ist ein Checkpoint, glaube ich, gewesen, meine ich. Ich komm da nicht hoch. Jetzt aber. Da oben ist ein Checkpoint. Nach links oben. Jetzt falle ich runter. Ja. Wo bin ich denn bitteschön? Ah, da. Oh, jetzt. Oh, ich bin runtergefallen. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Oh. Nicht nur du. Ah. Ich bin jetzt ganz unten. Ich spring mal gerade in die Lava. Jetzt komme ich oben wieder raus oder was? Nee, du musst zum Checkpoint zurück, sonst sterben wir. Oh, hey, super, bitte. Und ich bin jetzt hier bei den Klappen gelandet. Nein, ich krieg's doch sowieso nicht hin. Ich bin in der Lava, super. Ja, aber wir haben den Checkpoint, glaub, da oben, oder? Level neu starten müssen wir. Nein.
Als unsere Helden die Stufen emporstiegen, oh Gott. Wir überspringen und los. Nein, da unten geht's los. Super. Okay, okay, wir müssen uns etwas mehr in Acht nehmen. Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Oh, jetzt hat er mich da runtergehauen. Das ist ja nicht wahr, ne? Kann ich den wieder haben? Wofür ist denn der Checkpoint, bitteschön, um die Helden wiederzubeleben? Ja, so ungefähr wahrscheinlich. Das ist das Einzige, was da geht. Oh nein, ich fall runter. Oh, ich hab zum Glück noch meinen Seil geworfen. Komme jetzt hier nicht weiter, oder was? Doch, da muss ich weiterkommen. So. Ja, ist eine doofe Stelle da, ne? Ja. Vor allem, wenn man immer wieder runterfällt. Nein, ich bin in der Lava gelandet. Super. Wo bin ich? Da oben. Super. Wieso machen die jetzt so viele? Wahrscheinlich bei jedem Level schwerer oder so. Kann sein. Tu mal da oben die Kiste weg. Ja. So, warte. Ah, da kann man sich zum Glück dran festhalten oben. Nein. Nein, ich bin tot. Ah, es ist alles an dir. Wieder mal. Ja, noch ein bisschen, dann fällt er runter. Ja, ich muss die Kiste auch wegkriegen. Gibt's doch gar nicht, oder? Ja, wunderbar. Oh. Ah. Weiterlaufen, ja. Ich habe eine Gesundheitsfiole noch gehabt. Okay. Schneller. Ah, ist zugemacht. Jetzt muss erst warten, bis so ein Skelett das da aufmacht, ne? Oder du schießt es immer weiter nach links, dann geht's auch, glaube ich. Aber die kloppen sowieso jetzt kaputt. Wo willst du jetzt hin? Jetzt darf ich nichts mehr abkriegen. Oh. Schießen. Oder hast geschafft. Ja, spring da runter. Kannst du den eigentlich treffen, ne? Nee. Und links, und links, und rechts, und nochmal rechts, und dann ist es nicht mehr, glaube ich, weit. So, bei dem Drehding danach war es, glaube ich, ne? Super. Da bin ich wieder. Ich weiß nur nicht, wo. Da bin ich. Ach, von hinten kam einer. Wo springen die denn hier drauf? Nein. Soll man denn noch hoch? Ich bin runtergefallen. Ja, dann springen wir tot, glaube ich. Ne, gib mir doch den gerade zum Hochhangeln, oder?
Kannst ihn wieder haben. Huch, hinter mir ist noch einer. Oben kommt noch einer. Aber man kommt da gar nicht hoch, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich komme da nicht hoch, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ha? Du musst auf einer Seite höher springen. Oh, ich hab's geschafft. Completed, Errungenschaft. Cool. Ich glaube, das war's. Meinst du? Stand completed. Ist das der Shrine? Puh. Schade, dass das mit dem Springen irgendwie nicht so gut klappt. Jetzt erzählen sie was, oder? Muss man denen vielleicht kämpfen. Boah. Hey, cooler Hammer, ne? Kann ich nicht benutzen. Schwerer Boss, ja? Ein Schlag, der ist tot. Tot. Aber seine Lebensenergie geht da weiter. Oder? Der Shrine. Als das Böse verschwand, wurde der alte König, oder was auch immer von seiner menschlichen Seele übrig geblieben war, freigesetzt. Mhm. Die Artefakte stellten das Gleichgewicht der Welt langsam wieder her. Das Leben und die Freude kehrten in das Königreich zurück. Farbe. Im Frühjahr wurde ein neuer König gewählt. Der neue König bot unseren Helden eine Belohnung. Super. Der Ritter lehnte es ab, Hauptmann des königlichen Heeres zu werden. Stattdessen folgte er am Ende seines Vaters Hoffnung und erkannte seine andere Passion an, die des Essens und des Bieres. Er wurde königlicher Bierlieferant. Okay. Der Diebin wurden Reichtümer jenseits ihrer Vorstellung angeboten, aber sie spürte ein Verlangen, zu den Ruinen im Wald zurückzukehren. Der König bewilligte ihren Wunsch und gab ihr die Herrschaft über den Wald, in den das Leben langsam zurückkehrte und der die alte Pracht wiedererlangte. Schnodder. Und der Zauberer? Er verstand am Ende, dass der Weg zum Erfolg nichts mit dem Feuerballzauber zu tun haben musste. Er war sich nicht sicher, was es war. Aber das Königreich zu retten, half auf jeden Fall. Nachdem er ein paar Jahre mit einer Frau namens Margaret verheiratet war, brachte diese Drillinge auf die Welt. Ein faszinierender Augenblick, wie viele sagten. Allerdings wissen wir nicht, ob der Vater Stolz, Scham oder beides empfand, als alle seine Kinder den Feuerballzauber vor der Vollendung ihres ersten Lebensjahres meisterten. Drei Feuerteufel. Aber trotz allem, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Tja, da haben wir es geschafft. Ja, weißt du, der ist schon so ein Alter. Und die Kinder können das schon. Meinst du, wie der sauer war? Genau, der war richtig sauer. Ja, da haben wir das Ding durchgespielt, den ersten Teil. Es gibt zweiten und dritten Teil, aber ob wir die dann spielen, wissen wir noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Aber zurzeit machen wir erstmal eine Pause, denke ich. Denke ich auch. Und ja, eigentlich so das Resümee des Ganzen. Wie hat's dir gefallen? Es war eigentlich ganz... Es war ein spannendes Spiel, also... spannend? Ja doch, es war spannend. Und wie nennt man das? Die Gameplay-Mechanics, so. Die haben mir gefallen, so. Ja, also ich fand's auf der einen Seite schick animiert, sah ganz gut aus, nur ich fand's irgendwie sehr springlastig halt, total, ne? Es ging immer um Springen vor allem. Jump'n'Run an ja, sich. Ja, aber man könnte auch ein bisschen was so, ne? Also es ging immer wirklich nachher nur noch um Springen. Es war nur noch Springen. Es waren keine 3 Meter, wo du gerade gehen konntest oder so, fand ich jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber insgesamt die Story lag vielleicht an deinem Controller. Ja, sicherlich, das auf einer Seite, ja, aber ich denke mal, man kann es auch ein bisschen anders machen, denke ich, also. Aber die Story an sich fand ich gut, das. Ja. Ne?
Gut, ich denke mal, das war's, oder? Ja, der Abspann läuft noch. Der Abspann läuft noch und ja, ich denke mal, die Stimme von dem Sprecher fand ich natürlich richtig cool. Ja. Die war richtig geil. Und naja, gut. Dann würde ich mal sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns nicht, wenn er wieder einschaltet, weil den nächsten Teil gibt es von dem ersten nicht. Ja, vielleicht beim nächsten Projekt. Vielleicht seid ihr beim nächsten oder unseren anderen Projekten mit dabei. Mal schauen. Genau. Vielleicht werden wir irgendwann den zweiten Teil spielen, aber momentan erstmal nicht. Mal gucken. Genau. Okay. Gut. Dann recht herzlichen Dank nochmal Und und bis wir sehen dann. uns. Tschüss. Tschüss.